Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS19 hier am Sonntag. Wir spielen auf dem PC und sind hier fleißig am Unkraut striegeln, hier mit unserer Einböck-Pneumatikstar. Keine Ahnung, wie das Ding so richtig funktioniert. Und man sieht hier das Unkraut. Und das wird dann quasi, wie man hier sieht, dann... Also hier siehst du noch das Unkraut, ne? Und das wird dann halt hier quasi klein gehäckselt. Schon interessant. Ja, auf dem anderen Feld geht es leider nicht mehr. Da müssen wir spritzen. Da ist dann schon die Chemiekeule gefragt. Da muss er natürlich erstmal fertig werden. Jupp. Und wir könnten aber... Ich habe mir überlegt, wir nehmen doch einen Auftrag an YouTube. Irgendwas Kleines. Hier Flügen, Feld 18, glaube ich, ziemlich groß, das Ding. Was haben wir noch sehen? 1, 4, brauchen wir auch Saatgut, ne? Feld 25. Ja. Feld 25. Nein, das ist das gleiche Menü. Ich werde das nie lernen, geht da immer raus. So, Feld 25 ist in der Nähe von 24. Sehr logisch. 25 ist natürlich hier. Das machen wir mal. Den nehmen wir mal an. Genug Saatgut müsste ich noch drin haben. Vertrag akzeptieren. Ich würde jetzt aber aus dem Traktor erstmal. Wir müssen noch das Holz hier noch. Ach scheiße, das war ja der Plan. Sorry für die Wortwahl. Dann machen wir das zuerst. Bringen wir das erstmal weg und dann kümmern wir uns um den Auftrag. Markierung setzen. Müssen wir hier einmal hochdüsen und fahren gleich mal los. Ich dachte, wir da noch Ärger kriegen. Komme ich jetzt hier runter zur Straße am besten? So steil. Aber wir werden ein bisschen drehen müssen. Gar nicht so einfach hier mit den ganzen Stümpen und Restholz, was hier noch so rumfliegt. Hier müssten wir echt mal aufräumen. Und später sollen hier auch wieder neue Bäume angepflanzt werden. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr weg, oder was? Da hinten liegt was. Ah, da liegt was, ist gut, das ist ein Baumstumpf. Ich versuche mal jetzt hier voll eingeschlagen im Kreis zu fahren. Mal gucken, ob das klappt. Hier steht ein Baum im Weg. Komme ich denn jetzt hier weg? Verdammt. In die Richtung könnte ich. Moment. Jetzt müsste ich den Baum da noch fällen. Das könnte gut gehen. Und jetzt hier raus. Ja, klappt doch. So, Map müssten wir jetzt... Ich würde sagen, kürzer, als wenn wir hier geradeaus fahren. Striegel müsste auch gleich durch sein, das heißt, da muss ich da die Spritze noch dran basteln und wir müssen wahrscheinlich... Ah, ich habe... Oh, da ist der Unkraut von nicht da sogar drin. Stimmt, ich glaube, wir hatten Unkraut von nicht da. Aber ja, doch haben wir noch. Wenn das Unkraut gespritzt ist, dann müsste man nochmal die Spritze leer machen und Dünger ranholen. Komm, ich überhole den mal. Sonntagsfahrer! Ist frei. Ja, erster Advent heute. Ne? Ich hoffe, ihr habt eine Kerze angemacht. Bisschen besinnlich mit Keksen und so. Muss ja auch mal sein. Warte mal, Konzentration. Das müssen wir. Nächste rechts, ne?
toll jetzt, wenn es 4-5 einbringt und wir uns dafür Kelcher kaufen könnten. Ja, Tankstelle kannst du da nicht reinigen. Der zieht hier auch super hoch. Da hat sich die Investition an einen starken Traktor am Anfang doch gelohnt. Aber wie gesagt, mal schauen, was für unser bisschen Holz da. Sind wir, ja, sind es zwei Bäume und anderthalb, ne? Oder waren es zweieinhalb? Kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Das können wir mal ausmachen. Ja, wenn du hier später, wenn ein bisschen Geld da ist, mit dem Sattelzug hochfährst, das ist, glaube ich, auch nicht ohne. Muss auch aufpassen. Obwohl, hier auf dem Trailer geht es ja eigentlich. Dann ist halt nur die, ja, wenn Gegenverkehr kommt halt, ne? Falls ihr heute das erste Mal bei uns reinschaut oder bei SimmerTube, dann es gab heute schon ein Video von der Felsbrunnen. Da können wir mal zurückspringen, bevor euch das hier anschaut. Und morgen früh geht es dann wieder mit dem Lohnunternehmen los. Start in die neue Woche. Da ist auch viel Unkraut drauf da. So, jetzt sind wir rechts. Also mit Tastatur hat er alles super gespeichert. Ich gewöhne mich auch so langsam dran. Ich muss noch so ein paar ergonomische Sachen noch ein bisschen umlegen, wie den Blinker zum Beispiel, aber das kriegen wir noch hin. So, gucken wir mal von außen. Ich weiß nicht, wie hoch der Trigger ist. Bin so gespannt. So ein schöner Screenshot, oder? Das sieht ja gut aus. Okay. Machen wir das Ganze mal los. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt auch abkippen könnte. Versuchen. Ich glaube, es geht nicht. Nee. Da muss man selbst halt anlegen, aber es ist auch schnell gemacht. So, warte mal. Gehen wir zuerst hier. Ich bin noch hier richtig, oder? Doch, jetzt. Gerade schon Schock gekriegt. Ich muss die Scheiße wieder aufladen. Ach, guck mal, der Rest ist jetzt auch weg. Ja, 2760 immerhin. Ist doch nicht schlecht. Aber ich fahre jetzt mal kurz zur Seite. Oder? Obwohl, ist egal. Fahren wir erstmal wieder runter. Wir müssen jetzt nach Hause. Gibt es irgendwie eine Abkürzung? Nee, Serpentin wieder runter. Ja, und dann am besten direkt nach Hause. Gut. Ja, 2,8. Nicht schlecht.
trotzdem, die Zinsen, die fressen uns ganz schön auf, ne? Muss mal zusehen, dass wir vom Kredit wieder runterkommen. Aber das sieht erstmal nicht so gut aus. Also Force mit dem kleinen Anhänger, ja, müssten wir auch ein bisschen größeren haben, aber es ist auch wieder das Problem, die Investition, ne? Keine Ahnung, was das Ding kostet, ich bin auch wieder schnell 30.000 los. Schon eine geile Aussicht, wenn du von hier runter guckst. So, keine Ladung. Ich denke mal, da können wir mal mit Vollgas hier runterheizen. Das sind ja auch max 60, ne? Aber kommt da, glaube ich, gar nicht hin. Doch, haben wir 65 schon. Okay, hab gerade im Tacho geschaut. Tanken müssen wir nicht, habe ich gerade nochmal geguckt. So, also die Betonmischer hier, da muss ja irgendwo ein Werk in der Nähe sein. Schade, dass sie keine Werbung drauf haben oder so ein bisschen farblicher sind. Die Teile. Mit der ersten Ernte bin ich mal gespannt. Gut, Hafer behalten wir ja einen Teil, behalten wir ja zurück für die Pferde, aber... was das Ganze dann bringt. Wir können auch gleich nochmal schauen, wie die Pferde sich jetzt entwickelt haben, weil ja ein Tag vorbei ist. Ne? Komm hier mal rüber. So. Schnappen wir uns dann gleich mal die Sämaschine. Das war die Katze. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Die Maschine würde ich natürlich jetzt den Dünger rausnehmen. Ich hoffe, die läuft dann trotzdem. Obwohl, kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Oder? Weil ich will ja nicht den in seinem Feld noch düngen. Wenn da der Auftrag ist, seh mal bitte. Dann will er es ja nicht gedüngt haben. Weißt du? So. Das Zeichen, das Gelbe war doch Pflanzen, oder? Das war doch... Vielleicht kriegen wir es ja so hin. Ja, normal würde ich es mit dem Frontliner machen, aber...
denke mal, die 1000 reichen auch schon. Nur vergessen, wo wir hin müssen. Im Feld 25 was, ne? Richtig? Ja. Ist er auch runtergegangen mit dem Preis? Nee, oder? So. Oh, er steht ja gut. Stau. Was ein Idiot. Oh, Arbeit erledigt. Ist mir doch egal, wo ich stehe. Feierabend ist Feierabend. Oh. Mann, Mann, Mann. Kriegst kein vernünftiges Personal mehr heutzutage. Huch! Da ist wohl irgendwas abgerissen. Verdammt, muss ich wieder reparieren. Mal links. Oh, sorry. Was mit der Seemaschine eben ein bisschen schwierig geworden. Was versehen sollen, hat er ja nicht gesagt, ne? Nicht, dass wir das Falsche da drauf hauen. Das hier schon, das fällt so eine komische Form. Ja, sieht so aus. Ja, schon mal aufklappen. So, jetzt gucke ich mal nochmal, was er hier haben will. Weizen. Siehst du? Das ist nämlich dann, wenn du das Falsche da drauf hast. Wir haben jetzt Gerste eingestellt. Z wie zart wählen. Weizen, ne? Ja. So, auf geht's. Aber wir sind erstmal durch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn ihr Bock habt. 6 Uhr geht's los. Weizen, passt. Und dann gucken wir mal. Dann wird die Spritze aufgefüllt. Ne, Striegel weggepackt. Dann geht's den Dünger an den Kragen. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Und wenn ihr fröhlich gestimmt seid, dann lasst doch mal einen Daumen da, dass würde mich auch froh machen am ersten Advent. Mach's gut. Ciao.